Verwenden Sie 450 Gramm Mehl, dann 200 Milliliter Wasser, lauwarm, 6 Esslöffel Öl. Ich habe jetzt ganz normales Öl genommen, am besten nehmen Sie aber Olivenöl. Und zum Schluss ein Würfel Hefe. Dann haben wir hier 2 Teelöffel Zucker und 1 Teelöffel Salz. Für den Belag verwenden Sie Pilze, gekochter Schinken, Gorgonzola-Käse und frischen Basilikum. Damit die Hefe verflüssigt wird, geben Sie den Hefewürfel in eine kleine Schüssel mit Deckel. Dann geben Sie das Salz hinzu und dann den Zucker. Wenn Sie alles in die Schüssel gegeben haben, kommt der Deckel drauf und dann wird das Ganze geschüttelt, bis sich das verflüssigt hat. Dann nehmen Sie das Mehl, geben die Hefe hinzu, die ist jetzt flüssig. Dann gießen Sie das Wasser hinzu und die 6 Esslöffel Öl. Und dann wird das Ganze mit den Knethaken zu einem Teig verarbeitet. Wenn Sie das Ganze gemischt zu einem Teig verknetet haben, kommt der Deckel drauf und dann wird das Ganze an einem warmen Ort hingestellt. Das muss dann ungefähr eine halbe Stunde gehen und dann geht der Deckel hoch und dann ist der Teig fertig. Wenn der Teig hochgegangen ist, bestäuben Sie die Arbeitsfläche mit ein wenig Mehl. Hier kann man schön erkennen, es hat sich schön aufgeweckt. Und dann wird das Ganze erstmal geknetet. Rollen Sie nun den Teig aus. Wenn Sie den Teig aufgerollt haben und auf das Blech verteilt haben, dann pieksen Sie ein bisschen in den Teig hinein mit einer Gabel, damit er auch schön aufgeht. Nun geben Sie die gehackten Tomaten hinzu und verteilen das Ganze. Belegen Sie nun die Pizza mit Ihren Wunschzutaten. Dann gebe ich noch den frischen Basilikum hinzu. Und dann wandert die Pizza für ca. 20 Minuten in den Ofen, Ober-Unterhitze, 200 Grad. Dann ist sie fertig.